So, jetzt heißt es Servus Fürti und grüß Gott, Hubert Aiwanger, Verkehrsminister, Wirtschaftsminister aus Bayern. Hubert Aiwanger, schön, dass du Zeit gefunden hast, Hubert, hierher zu kommen heute. Dankeschön. Ja, liebe Brummifahrer, danke, dass Sie heute gekommen sind. Danke, dass ihr heute gekommen seid, um dieser Ampel zu zeigen, wer das Steuer in der Hand hat. Ihr habt das Steuer in der Hand, die anderen haben nur den Bremshebel in der Hand. Wir brauchen euch wichtiger als diese Bundesregierung, meine Damen und Herren. Wenn ihr nicht fahren würdet, dann wären die Regale leer in Deutschland. Auch der vegane Käse, auch das muss man den Grünen sagen, den Roten sagen, den Gelben sagen, die scheinbar vergessen haben, dass sie früher mal als Mittelstandspartei angetreten sind. Meine Damen und Herren, wenn es sie nicht gäbe, ist dieses Land am Hund. Und deswegen danke ich Ihnen auch nochmal rückwirkend, dass Sie in Corona-Zeiten gefahren sind, obwohl sie keine Scheißhäuser mehr hatten, obwohl die Parkplätze geschlossen waren, obwohl man sie ausgesperrt hat. Ihr seid die Helden dieses Landes. Und wenn ihr jetzt gemeinsam mit den Bauern, mit dem Handwerk, mit dem Mittelstand, mit den Freiberuflern, zunehmend auch mit der Pflege, mit den Rentnern auf die Straße geht, meine Damen und Herren, dann ist das politische Notwehr gegen eine Politik, die dieses Land aus Dummheit oder aus Absicht an die Wand fährt. Das Ergebnis ist dasselbe. Und deswegen sage ich, wo sind Sie denn? Wo ist denn der Bundeswirtschaftsminister, der dankbar sein muss, dass Sie fahren für die Wirtschaft? Wo ist der Bundesverkehrsminister? Wo ist der Bundeskanzler, der es gar nicht so weit hätte treiben lassen dürfen? Diese Leute wenden Ihnen die kalte Schulter zu. Ich schrei, Olaf Scholz, wo bist du denn? Hier gehörst du her, zu diesen Leuten, die heute arbeiten. Und ja, wir brauchen wieder einen neuen Geist. Und Gott beschütze unseren Franz Beckenbauer. Und ich sage, wir brauchen wieder mehr Beckenbauer und weniger Scholz in Deutschland. Warum? Weil sonst dieses Land nicht mehr rund läuft. Und ich habe die letzten Tage viele Gespräche geführt mit Menschen, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, naja, lass die machen, ist doch mir egal, ich gehe meiner Arbeit nach. Aber mittlerweile kommen die Einschläge immer näher. Mittlerweile sieht jeder Gutmütige, mittlerweile sieht jeder, der noch so viel arbeitet, dass er bald mit dem Rücken an der Wand oder in der Wand steht. Und der hat gesagt, er macht sich mittlerweile Sorgen um die Zukunft seiner Kinder. Meine Damen und Herren, und an diesem Punkt sind wir mittlerweile. Eine Ampel, die keinen ordnungsgemäßen Haushalt mehr aufstellen kann, die nur dann einen ordnungsgemäßen Haushalt haben könnte, wenn sie endlos Schulden machen dürfte. Und da sage ich ganz klar, wir müssen wieder die Gelder für unser Land ausgeben, für unsere Renten ausgeben, die unter 1500 Euro Rente haben. Und ja, wir sind ein Sozialstaat, aber wir sind es nicht mehr lange. Wenn weiterhin Geld für Leute, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen, Wohnung, Heizung und 560 Euro kriegen, bei den Mieten in Berlin, nehmen Sie Wohnung und Heizung, ist mehr als 1000 plus 560, dann sind die deutlich über 1500 Euro. Meine Damen und Herren, wenn Sie nach 40 Jahren Brummi fahren, mal in Rente gehen, werden Sie weniger Rente kriegen als jemand, der heute arbeiten könnte, aber nicht arbeiten will. Warum? Weil die Ampel sich ihr Klientel herbeifüttern will, weil sie von den Einheimischen nicht mehr gewählt werden. Jetzt suchen sie sich Leute, denen sie mit Geld ja nahelegen, sie zu wählen. Und deswegen sage ich ganz klar, wer arbeitet, muss entlastet werden. Wir brauchen 2000 Euro im Monat steuerfrei. Erst dann darf die Steuer beginnen, wenn sie schon arbeiten. Der Mindestlohnempfänger, meine Damen und Herren, der 40 Stunden arbeitet für 12 Euro und ein paar zerquetschte, verdient im Monat ziemlich genau 2000 Euro.
Davon gehen 400 Sozialabgaben weg, dann hat er 1600, dann gingen nur irgendwo 200 Euro Steuern weg. Dann ist der, der Vollzeit arbeitet, im Mindestlohn schlechter dran, als wenn er nicht arbeiten würde. Und diese Dinge müssen korrigiert werden. Geld, jawohl, für sozial Schwache, für Bedürftige, für körperlich oder psychisch Kranke, für Menschen, die alleinerziehend sind, für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Dafür müssen wir noch mehr Geld bezahlen. Aber wer arbeiten kann, soll auch arbeiten oder er kriegt nichts. Und dieses Geld wird bei euch eingesammelt. Und deswegen hat die Ampel die LKW-Maut verdoppelt, um hier 7,5 Milliarden Euro einzusammeln, will den Agrardiesel bei den Bauern streichen, macht die CO2-Abgabe nach oben, erhöht die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 und viele weitere Gemeinheiten. Es war auch so, dass für Gas die Mehrwertsteuer ja unten war, schon auf 7, hat man wieder auf 19 hoch. Auch beim Strom bleibt man bei 19, anstatt hier mit der Mehrwertsteuer runterzugehen, damit die Energie wieder bezahlbar wird, damit die Wirtschaft wieder hier bleibt. Aber nein, man will ja offensichtlich ideologisch deindustrialisieren. Man will ja gar nicht mehr, dass in Deutschland Firmen gegründet werden. Man will ja offensichtlich gar nicht mehr, dass in Deutschland ein LKW rollt. Deswegen gibt man ideologische Vorgaben, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß halbiert werden soll bei den LKWs. Ja, wie soll das denn gehen? Dann müssen es die Wasserstoff- und die Elektro-LKWs besser bezuschussen. Das tun sie aber nicht. Es geht ihnen also nicht darum, wirklich eine Verkehrswende zu erreichen, sondern es geht nur ums Abkassieren für ihre ideologischen Traumtänzereien. Darum geht es. Und ja, es ist ein totaler Irrweg, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Das führt nur dazu, dass die Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern in China. Wir werden mit den Elektro-LKWs bei den weiten Strecken nicht glücklich werden. Der Wasserstoff-LKW wird gezielt verhindert und am Ende haben wir nicht die Verkehrswende, sondern das Verkehrsende. Und man hat den Eindruck, die Grünen wollen das. Wenn sich keine Räder mehr drehen, dann wird kein CO2 mehr ausgestoßen, dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert, dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mao-Bibel lesen und können aufs Sterben warten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass hier weitergearbeitet wird. Wir wollen, dass sie weiterfahren. Und deshalb brauchen wir Bedingungen, dass sie sich nicht als Deppen der Nation vorkommen, sondern dass sie weiterhin die wichtige Arbeit, die sie leisten, auch honoriert bekommen, dass ihre Arbeitgeber nicht an die Wand gefahren werden und dass ihre Arbeitsleistung endlich besser wertgeschätzt wird, dass sie ordentlich verdienen, dass sie steuerlich entlastet werden, dass sie auf Toiletten gehen können, dass sie Parkplätze finden, wenn ihre Fahrzeit nicht mehr fortgesetzt werden darf und sie nicht gezwungen sind, auf der Autobahn Rast einzulegen, um nicht gegen die Fahrzeitverordnungen zu verstoßen. All das ist zu lösen und zwar schnellstmöglich, nicht irgendwann, sondern hier haben wir Riesenversäumnisse und wir müssen heute noch beginnen zu arbeiten und es ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren, dass in Deutschland die Brücken und Straßen vergammeln. Solange wir nur ein einziges Schlagloch in Deutschland haben, dürfen wir keinen Radweg in Peru finanzieren, meine Damen und Herren. Und genau darum geht es. Jetzt diesen Protest aus der bürgerlichen Mitte. Ich sage ganz klare Abgrenzung an die Ränder. Es wird ja immer wieder versucht, alles zu diskreditieren. Bei den Bauern hat man schon die rechte Unterwanderung herbeigeschrieben, bevor der erste Traktor überhaupt gerollt ist und hat dann bedauernswerterweise feststellen müssen, dass das alles nicht stimmt. Meine Damen und Herren, ich bin mal neugierig, was jetzt bei dieser angeblichen Erstürmung der Fähre wirklich rauskommt am Ende, meine Damen und Herren. Ich will das nicht bewerten, ich habe es nicht gesehen, aber es wurde von der Politik erwartet, dass man sich schon mal sicherheitshalber distanziert, ohne zu wissen, worum es geht. Nein, meine Damen und Herren, ich distanziere mich heute in aller Form von dieser Ampelregierung, wo wir sehenden Auges wissen, dass die dieses Land deindustrialisieren wollen.
wo wir sehen, dass die den Mittelstand an die Wand fährt, wo wir sehen, dass wir bald so weit sind, dass keine Häuser mehr gebaut werden können vor lauter Ideologie und Bürokratie, wo wir sehen, dass ihre Renten nicht mehr sicher sind, wo wir heute sehen, meine Damen und Herren, dass 200.000 gut ausgebildete junge Deutsche jedes Jahr auswandern, bei nicht mal 700.000 Geburten. Jeder Dritte wandert aus aufgrund hoher Steuern, hoher Bürokratie, immer mehr Gängelung. Wir müssen die Jugend in diesem Land wieder in eine Position bringen, dass sie in diesem Land eine Zukunft sieht. Und jetzt sage ich Ihnen noch eins. Wenn man vor 10 Jahren mit der älteren Generation gesprochen hat, dann haben sie gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben wie wir. Vor 2 Jahren haben sie gesagt, ja, wir sind schon froh, wenn es unseren Kindern auch noch so gut geht, wie es uns geht. Und heute sagt die ältere Generation, ich bin froh, dass ich schon so alt bin, dass ich die ganze Schweinerei nicht mehr erleben muss. Also es breitet sich immer mehr Sorge vor der Zukunft aus. Nicht nur, dass über Jahre ja der Weltuntergang quasi herbeigeredet worden ist, übers Ziel hinausschießende Klimaideologie, wo der Verkehr als der große Hauptverursacher, der LKW, das Auto, alles Böse, aber wenn sie auf Bali in den Urlaub geflogen sind, dann war das privat. Dann war es egal, meine Damen und Herren. Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Und wenn man auf Bali in Urlaub fliegt, dann braucht man nicht einen LKW-Fahrer kritisieren für seinen CO2-Ausstoß, meine Damen und Herren. Und genau das gilt es jetzt festzuhalten. Diese Bevölkerung ist noch nicht völlig verdummt, wie sie es vielleicht gerne hätten bei der Ampel, sondern diese Bevölkerung weiß sehr wohl noch ein X von einem U zu unterscheiden und sieht, dass es in den Graben geht in der Verkehrssprache. Diese Ampel funktioniert nicht mehr, diese Ampel hat einen Kurzschluss und wir sind im Dauerkreisverkehr mittlerweile und wenn wir so weitermachen, sind wir bald im Rückwärtsverkehr. Deswegen ganz klar, diese Ampel muss sich endlich mit der arbeitenden Bevölkerung auseinandersetzen, darf sie nicht als tendenziell rechtsradikal hinstellen, nur um sie zu diskreditieren, muss rausgehen und mit den Betroffenen reden. Herr Habeck hätte erst mit den Heizungsbauern reden müssen, bevor er ein Heizungsgesetz macht. Herr Wissing und so weiter hätten reden müssen mit der LKW-Branche, ob eine Verdoppelung von der Maut sinnvoll ist. Meine Damen und Herren, jeder Lehrling draußen hätte ihm gesagt, dass das Unsinn ist, was die planen. Und genauso in der Agrarpolitik. Jeder, ja, am bäuerlichen Hof mitarbeitende 5-jährige Bub hätte denen gesagt, dass wir hier auf dem falschen Trip unterwegs sind. Der kleine Bub, der am Bauernhof rumrennt, mit dem Papa am Bullock sitzt, der hätte ihm gesagt, dass das ein Fehler ist, den Agrardiesel so hoch zu besteuern. Die machen das trotzdem, weil sie meinen, schlauer zu sein als ihr, aber genau andersrum ist. Das wäre heute eine Fortbildungsveranstaltung für die Ampelparteien, wenn die alle hier wären und würden mit ihnen reden. So viel gute Informationen. So viel gute Informationen haben die seit Jahren nicht bekommen, als wenn jeder mit 3 von ihnen reden würde, wo die Probleme sind, dann bräuchten es keine Beratergesellschaften, sondern könnten mit dem hier Gehörten heimgehen und deswegen Rücknahme der Verdoppelung der LKW-Maut, Biosprit steuerfrei und viele Dinge, die Ihnen Probleme machen. Ich bringe nur mal dieses kleine Detail, dass wir für die Umstellung der LKWs auf Wasserstoff beispielsweise eine Verlängerung von 16,40 Meter auf 17,30 Meter bräuchten, dass man die Tanks hinter der Kabine unterbringt. Seit Jahren schreibe ich das in Briefen an Habeck und Wissing. Ich weiß nicht, lesen die das nicht oder können es bayerisch nicht lesen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen ganz klar, hört doch auf die Praktiker, die Ihnen sagen, ich will einen Wasserstoff-LKW, aber dann brauche ich diese Zusatzlänge für den Hersteller oder den Umrüster und dann brauche ich den Zuschuss, der uns versprochen wurde, diese 80% der Mehrkosten im Vergleich zum Diesel. Dann kann man sagen, die wollen das ernsthaft, aber die verhindern das, was sie ankündigen zu wollen. Also entweder kapieren sie es nicht oder sie lügen uns an. In beiden Fällen, ich wiederhole, ist diese Ampel eine Zumutung für jeden Steuerzahler, meine Damen und Herren.
ich sage Dankeschön an die Unternehmer, die heute sich diese Demonstration was kosten lassen. Eigentlich müssten diese Kosten eingereicht werden in der Bundestagsverwaltung und den Diäten abgezogen werden, denen, die für diesen Unsinn die Hand heben. Denen, die für diesen Unsinn die Hand heben. Und ich bin jetzt neugierig auf die Vorschläge aus der Opposition und wie die Ampel sich dann entscheidet. Aber, meine Damen und Herren, meine Hoffnung ist überschaubar, dass diese Ampel nochmal Einsicht zeigt. Sie ist in sich zerstritten, sie taucht ab, sie hat sich in ihrem Schneckenhaus eingeigelt und wartet auf ein Ende, wie das auch immer aussieht, das am Ende das Abwählen sein muss, meine Damen und Herren. Und deshalb trotzdem, bleibt laut, meldet euch zu Wort. Ihr seid in dieser Stunde, in dieser ja zunehmenden Wirtschaftsproblematik, in der Deutschland steckt, die Garanten dafür, dass die Demokratie gestärkt wird. Ihr seid die Stimme des Volkes, ihr seid das Volk, ihr seid diejenigen, die hier sagen, wenn wir nicht auf die Straße gehen, kapiert ihr ja gar nicht, was ihr falsch macht. Also deswegen großen Dank an euch. Ihr seid nicht nur die Helden dafür, dass unsere Regale voll sind, sondern ihr seid heute auch die Helden der Demokratie, weil ihr euch um dieses Land Sorgen macht, weil ihr euch um die Zukunft eurer Betriebe Sorgen macht, weil ihr euch um die Zukunft eurer Kinder Sorgen macht. Und deswegen sage ich ganz großen Dank an euch und sage euch weiterhin zu, dass wir nicht locker lassen werden, sondern mit weiteren Veranstaltungen die Vernünftigen in diesem Land sammeln werden, um die Unvernünftigen zum Umdenken zu bringen. Meine Damen und Herren, danke, dass ihr da seid. Gott beschütze euch, wir brauchen euch. Deutschland dankt euch. Dankeschön. Vielen Dank. Hubert Aiwanger, noch eine Nachfrage hätte ich. Sie haben, du hast es gerade erwähnt, dass die Elektromobilität im Transportwesen angesprochen. Wie unsinnig ist die? Man argumentiert ja, die Lkw-Maut muss erhöht werden, aber dann kann man ja... Ich bin für die Technologieoffenheit. Es muss Ansatzmöglichkeiten geben für den kleinen Lieferverkehr innerorts, was auch immer. Wenn dort die Batterie funktioniert, Haken dahinter. Wo wir Wasserstoff einsetzen, Haken dahinter. Aber es gibt Anwendungen, und das ist der überwiegende Teil derzeit, wo wir ohne Verbrennungsmotor schlichtweg nicht vorwärts kommen. Deshalb müssen wir Verbrenner, Wasserstoff und Batterie Technologie offen lassen und nicht sagen, Batterie wäre besser wie Verbrenner, und dann schickt man euch auf Reise und sie werden keine Elektrotankstelle finden und sie werden die Zeit nicht haben, aber da sagt man dann, das wird man genauso hinlegen, dass genau in eurer Ruhezeit dann die Batterie aufgeladen wird. Da werden sie dann 10-mal rausgehen müssen und schauen, ob alles funktioniert. Und zum Schlafen werdet ihr nicht kommen. Und deswegen sage ich ganz klar, wenn die Batterie besser ist wie der Verbrenner, dann soll sich die Batterie durchsetzen. Aber wir dürfen die Batterie nicht mit politischem Rückenschub gegen den Verbrenner durchboxen und am Ende feststellen, dass nichts mehr funktioniert und dass wir die Ware mit der Schubkarre fahren müssen, meine Damen und Herren. Deutliche Worte. Hubert Aiwanger, Hubert, ich danke dir. Und du kriegst natürlich auch unseren Forderungskatalog überreicht. Und Hubert, ich nehme dich beim Wort. Bei der nächsten Demonstration bist du wieder mit dabei. Und so viel Zustimmung in Preußen. Für Gott, Hubert Aiwanger. Oh, yeah.